Traumkulisse für Traumschiff und das auch noch bei Traumwetter. Die deutsche Olympiamannschaft ist in Hamburg angekommen. Klassisch mit hanseatischen Ehren begrüßt von den Wasserfontänen der Feuerlöschboote im Hamburger Hafen. Begeisterter Empfang für die mehr als 200 Athleten, die mit der MS Deutschland die Heimreise aus London angetreten hatten. Mehr als 10.000 Menschen entlang der Elbe und im Hamburger Hafen begrüßten das Traumschiff, das schließlich am Kreuzfahrtterminal in der Hafencity festmachte. Auf dem Programm an Land stehen dann das Wiedersehen der Olympioniken mit ihren Familien, eine Hafenrundfahrt und der offizielle Senatsempfang.